Wir wollten nämlich immer schon mit einem Strauch einmal auch ein Interview machen. Bitte. Ja, aber ihr müsst ihn gießen, er verliert seine Blätter. Ja. Wir haben ja Herbst. Ja, ist auch wieder wahr. Das ist Herbst. Ganz erfunden. Du, wie fühlt man sich so als Strauch? Ja, Photosynthese und so. Kuschelig unterm Gewand? Ja, sehr. Okay. Sehr. Was werden wir von euch sehen? Also, da ist ja schon alles zu sehen, was man zu sehen bekommt. Wunderschöner Strauch. Ein wunderschöner Busch. Mhm. Und bei uns sieht man Hula Hoop vom Feinsten und Magie. Extrem viel okay. Magie. Okay. Wir lassen nämlich Hula Hoop schweben. Mhm. Nur passt bei ihm auf, dass kein Dogge herkommt. Ja, einer muss auf mein Unterholz aufpassen. Genau. Na super, dann freuen wir uns schon auf euch. Und dass die Leute Geld in den Hut haben. Absolut nicht, ja, das ist ganz natürlich. Wichtig. Ja, so soll es sein. Viel. Ja, mein Name ist Manny Queen, ich komme aus Frankreich. Mhm. Ich bin eine Schaufensterpuppe. Wunderbar. Und mache ein bisschen Späßchen hier mit Publikum. Ein bisschen Schrecken, ein bisschen Spaß und schöne Zeit haben hier in Wien. Eine super Sache, ein Straßenfest, gell? Ja, Straßenfest. Schön hier in Wien, Floridsdorf. Tolles Wetter, tolle Veranstaltung. Lässt sich hier gut. Lässt sich leben. Lässt sich gut leben. Auch als Puppe, als Schauspieler. Auch als Schaufensterpuppe. Ist wunderschön hier, danke. Ja, danke dir, viel Vergnügen heute noch. Vielen Dank, Ihnen auch. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Wir haben da einen wunderschönen Standl mit ganz, ganz tolle gehäkelte Bierchen. Gehäkelte, sind ja. Und das ist für einen guten Zweck. Ja, genau. Das ist für die Tierschutzvereine Fenja und Saro. Das sind Tierschutzvereine in Sarajevo. Für die Straßenhunde, denen wird geholfen. Die werden gefüttert, die bekommen ein Zuhause. Man vermittelt die auch auf Pflegeplätze oder auch auf Fixplätze. Das macht alles die IFKA, die da diesen Verein Fenja gegründet hat, in Kombination mit der Saro. Und so wird versucht, halt den Hunden ein angenehmeres Leben zu geben. Wunderbare Sache. Wir haben selbst einen 15-jährigen Hund mittlerweile und den haben wir auch über seinen Verein gekriegt. Ein ganz ein tolles Tier. Ja, wir haben auch schon unseren zweiten eben über den Verein Fenja. Also unser neuer ist jetzt circa ein Jahr bei uns, die sind etwa zwei. Und den davor, die wir hatten, die hatten wir 10 Jahre, die ist 15 geworden. Schön. Die war ein bisschen ein Problemhund. Die jetzige ist noch jung genug, die kann man noch leichter hinbekommen. Aber ja, also unser. Also wer helfen will, kann kommen, sich ein wunderbares häkelhaftes Tierchen nehmen und einem anderen Tierchen helfen. Jawohl, so ist das. Danke. Danke auch schön. Ja, jetzt habe ich einen Obmann da von Stramankel. Das ist ja jetzt fast schon eine Tradition. Ja genau, also es freut mich auch, dass ihr da seid und dass so viele Leute schon da sind. Ja, das Wetter ist perfekt. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal oder jetzt zum vierten Mal gesagt. Ja, also ist zum Glück. Ja, zum Glück haben wir es gut erwischt und ich glaube, man sieht auch wieder, dass wieder jeden interessiert und alle gerne herkommen. Was wird sich alles abspielen in den nächsten Tagen? Ja, ganz viel halt. Also Straßenkunstshows natürlich mit der Feuershow am Ende des Tages. Und da viele Mitmachstationen, weil man sieht im Hintergrund ja auch viele Kinder, Familien. Wir haben auch Walk-Acts, wir haben jetzt auch einen Austria Bushman, heißt das. Ist so ein, den haben wir schon vor dem Mikrofon gehabt. Ja, da muss man unbedingt halt auf Instagram schauen, der hat viele Videos. Also es ist lustig halt, ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Feuershow gibt es wieder? Genau, es gibt wieder zwei Feuershows. Eins ist so eine Comedy-Feuershow. Und die andere sind die Shining Shadows, die eh schon die letzten Jahre auch immer dabei waren. Jetzt frage mich eins, bei euch geht es jedes Jahr, wie liegt alles ab da? Im Jubiläumsjahr, 5 Jahre, was ist dann? Ja, nächstes Jahr, bei 5 Jahre, wissen wir noch nicht ganz genau, was wir machen, aber wir freuen uns schon auf 5 Jahre. Und man kann das auch schön ankündigen und ja, ist für uns auch so, okay, wir haben 5 Jahre durchgehalten. Also ja, und ihr besucht uns auch 5 Jahre schon. Unbedingt. Und also nächstes Jahr dann. Wer es heute nicht mehr schafft, morgen nicht schafft und vielleicht dies nichts, aber es kommt, man kann euch auch treffen beim Straßen, beim Stimmischen Tagen. Stimmischen Tage auch. Also wir arbeiten auch mit dem Verein Volksfest zusammen und ja, unterstützen dort gegenseitig, wo man halt unterstützen kann. Und ja, da freuen wir uns auch, sind dann am 7. und 8. Oktober in der Kellergasse. Also freuen wir uns natürlich auch, wenn da Leute kommen. Hauptsache, es wird gefeiert. Genau, das ist so, ja. Danke dir. Danke, danke. Und jetzt habe ich einen Bezirksvorsteher von diesem wunderbaren Bezirk vor dem Mikrofon und vor diesem tollen Straßenfest. Das vierte Mal, kann man sich das vorstellen? Ja, das Stramankerl ist mittlerweile ja aus dem Kulturleben des Bezirks nicht mehr wegzudenken. Und gerade hier am Pius-Barschplatz und auf der Pius-Barschplatz-Promenade
fügt sich das, glaube ich, auch wunderbar ein. Jetzt ist nächstes Jahr das 5-Jahres-Fest. Jetzt wird es ja von Jahr zu Jahr besser. Das müsste ja dann ultimativ sein. Also ich glaube, es ist jetzt schon ultimativ, aber ich bin vor allem Gerhard Grimm und seinem ganzen Team und allen Aktivistinnen und Aktivisten aus der Kulturszene dankbar, dass es so ein Straßenkunstfestival nicht nur im ersten Bezirk gibt, sondern eben auch bei uns in Floridsdorf. Und genau so soll Kultur in der Stadt und bei uns in Floridsdorf auch laufen. Und der Platz bietet sich ja wirklich an dafür. Der Platz bietet sich wirklich an dafür, das ist richtig, ja. Ja, dann wollen wir nicht länger aufhalten, es ist ja heute noch einiges los hier im Floridsdorf. Ja, und wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung, es dauert nicht lang. Genau, lange Nacht der Märkte startet in wenigen Minuten. Der Floridsdorfer Markt hat ja die letzten Jahre viel positive Aufwertung erfahren. Und das kann man sich heute und auch die nächsten Tage gemeinsam anschauen. Wunderbar, danke. Gerne.